Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Terror-Review, diesmal mit Crosshairs aus der neuen Transformers-Movie 4-Line. Ja, ich finde diese Figur ziemlich cool. Muss natürlich auch dazu sagen, auch hier wurden natürlich wieder Gummiteile verbaut, die ich mittlerweile abgrundtief hasse. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin von dieser Figur sehr begeistert. Sie gefällt mir auf jeden Fall sehr. Wenn man die Kniffe dieser Figur heraus hat, das muss ich auch gleich dazu sagen. Ja, kommen wir erstmal jetzt zu der Verpackung, wie immer. Ja, was ich sehr interessant finde, es ist diesmal eine Corvette als Grundmodell genommen worden und Hasbro hat im Gegensatz zur abgebildeten Prototyp-Version die Farben ein wenig geändert. Wir sehen einmal hier, er hat hier ein Autobot-Symbol an der Seite hier. Wir sehen es nochmal hier. Dies hat er natürlich hier nicht. Zum anderen, hier diese schwarze Motorhaube ist hier komplett grün. Und auch an sich, es sind ganz viele Details ganz anders. Zum Beispiel, was ich auch sehr komisch finde, dieser Einzug hier ist komplett modelliert. Und hier auf der Verpackung sehen wir, hat er richtige Luftschächte. Das heißt, richtige Öffnungen. Das hat man hier irgendwie komplett abgeändert. Das finde ich schon relativ merkwürdig. Allerdings muss ich auch hier ganz ehrlich sagen, allgemein ist die Figur viel besser gelungen. Hier sehen wir zum Beispiel, die Räder sind komplett schwarz. Beim Original ist es silber. Das heißt, hier hat sich Hasbro ausnahmsweise mal wirklich ans Zeug gelegt und hat die fertige Version besser gemacht als quasi den Prototypen. Ich muss dazu sagen, was ich sehr schade finde, ist hier dieses schöne Design hier, sieht aus wie Farbkleckse, wie auch immer, diese Blitze, Streifen, wie auch immer, sehen ziemlich geil an dieser Figur aus. Hier fehlen sie leider komplett. Es ist natürlich so gewollt, denn es ist nur von einer Seite. Es ist momentan Mode, auch in den USA, bei bestimmten Concept Cars, nur auf eine Seite diese Markierung zu haben, die dann auf die andere Seite rübergeht. Das wäre natürlich hier schön gewesen, hätte man es dann hier auch vielleicht noch ein bisschen rübergebracht oder hier hat enden lassen mit den Spitzen. Aber allgemein einfach geil. Hier sehen wir es in schwarz und haben hier mit den grünen im Kontrast. Eine Figur, also ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert und ich muss auch sagen, die Figur hat Stil. Es könnte sogar im nächsten Transformers-Film mein Lieblingscharakter werden, von dem, was ich bis jetzt über diesen Charakter weiß. Einfach nur geil. Ja, auch hier natürlich die Packung, auch hier wieder mit den ganzen Concept-Arts und Blueprints im Hintergrund. Hier sehen wir einmal Crosshairs im Roboter-Modus. Und hier finde ich es schade, dass man hier die Motorhaube einfach unten gelassen hat. Das sieht quasi aus wie ein Shellformer, was natürlich nicht der Fall ist. Auch hier wieder natürlich die Beschreibung sehr spärlich. Ist ein Autobot-Fallschirmspringer. Oder Fallschirmjäger. Sehr spärlich. Finde ich sehr schade. Was sie auch mittlerweile leider bei diesen Figuren mittlerweile komplett weglassen. Was immer ein sehr wichtiges und markantes eine sehr wichtige Charakteristika war, waren die Textbacks. Das heißt, ich suche bei dieser Figur vergebens die Textbacks. Wie stark, wie schnell, wie intelligent und wie auch immer. Es fehlt komplett mittlerweile. Schade. Ja, auch hier im typischen durchsichtigen Plastik gehalten, die Bubble und vorne groß den Fahrzeugmodus drauf. Und das Interessante ist, hier oben sehen wir dieses Boxart, hat etwas, was mich sehr fasziniert. Einmal, er hat einen Zahnstocher im Mund, was ich schon mal sehr spaßig finde. Es zeigt also, dass er wirklich einfach eine Beschäftigung in dem Moment braucht. Er ist Waffenfanat, er hat Pistolen, er hat Gewehre, es ist einfach geil. Und jetzt kommt das Lustige, er hat Kopfhörer, verschiedene Visors, Brillen, wie auch immer. Und was ich euch gleich an dieser Figur zeigen werde, was ich auch sehr lustig finde, er hat in den Armen ein Radio. Das heißt, er kann auch richtig während der, wegen der Kämpfe dann Musik hören. Finde ich ziemlich cool gemacht. Ja, kommen wir erstmal jetzt natürlich zum Auto an sich. Wie gesagt, sehr schön gemacht. Absolut windschnittig, schönes Muster insgesamt auch auf dem ganzen Auto. Die Stoßdämpfer sind natürlich hier auch sehr tief gelegt. Das heißt wirklich nur 1 mm über dem Boden. Unten sehen wir den Kopf, was ich sehr schade finde. Das hätte man vielleicht verdecken können. Und die Arme sieht man und hier unten noch die Füße. Aber an sich, wie gesagt, gut gemacht.
Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist sehr simpel, auch wenn sie einige Kniffe hat. Das heißt, wir lösen einmal hier an der Seite erstmal die Arme. So. Dann lösen wir einmal hier dieses Hinterteil, drehen es einmal komplett nach oben. Anschließend drehen wir hier die Arme im V-Modus erstmal zur Seite. Das macht die Transformation allgemein sehr einfach. So, dann drehen wir hier unten die Stoßstange, drücken wir nach unten. Dadurch lösen wir quasi die obere Seite komplett. Lösen jetzt hier die Seitenpanels und die Frontlampen von der Motorhaube. Die Motorhaube knicken wir einmal komplett nach oben. Dann kommen wir jetzt zu den Füßen. Die Füße splitten wir. Dieses Gewehr ist im Autobot oder im Fahrzeugmodus unten unter der Karosserie festgemacht. Sie kann auch genau an dieser Stelle wieder an der Figur angebracht werden, um das Gewehr zu verstauen. Jetzt drehen wir hier unten einmal die Füße nach unten. Hier ebenso. Drehen das Ganze nach vorne. Was ich hier ein bisschen merkwürdig finde, ist, wir hatten das bis jetzt bei allen Figuren, dass diese Knubbel, die quasi nach unten, nach außen gehen, diese Außenteil immer außen waren und die geraden Sachen immer innen. Hier ist es genau umgekehrt diesmal. Das heißt, hier wirkt es alles sehr fehl am Platz. Hier hätte ich es dann eher gut gefunden, hätte man das nach außen gedreht komplett. Aber nun gut, man kann halt nicht alles haben. Ja, jetzt habe ich natürlich das Bein abgedreht. Schöner Vorführeffekt natürlich. So, und was mir an dieser Figur überhaupt nicht gefällt, ist, dass wir hier unter den Füßen diese Packs haben. Dadurch steht die Figur absolut nicht gut. Dazu aber gleich mehr. So, jetzt drehen wir einmal die Arme nach unten. Und jetzt ist wichtig, hier ist eine Aussparung in der Seite. Da muss der Arm quasi reingedreht werden. Sonst kriegen wir den nicht rumgeknickt. So. Das gleiche hier noch einmal. So. Und jetzt rum. So, jetzt wären wir fast fertig. Ich sehe viele Leute, die haben den jetzt so fertig transformiert. Ja, gut und schön. Ist aber so nicht korrekt. Wir müssen einmal die Räder noch nach hinten drehen. Was ich sehr lustig finde, ist, dass die Räder innen drinnen, mal gucken, ob ich es mit dem Licht hinkriege. Licht bleibt stehen. Die in den Rädern Boxen haben. Das heißt Lautsprecher. Das ist einfach geil gemacht. Gefällt mir. Das unterstreicht auch mal wieder, dass er ein musikfanater Typ ist, der wahrscheinlich auch natürlich nur mit Musik passend kämpfen kann. Ja, anschließend drehen wir die Schulterpads einmal zur Seite. So. Das heißt, die Räder sind jetzt hinten, die Schulterpads nach unten geneigt. Ja, und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, diese Seitenpanels entweder so zu lassen, was auch viele tun. Das heißt, diese Gummiteile sind einfach so befestigt, fertig, Schluss, aus. Finde ich persönlich eigentlich auch nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile den Geschmack daran gefunden, dass er diesen Mantel bildet. Wir drehen einmal das nach oben. Jetzt haben wir hier oben kleine Schlitze. Da stecken wir diese Haken einfach hinein. Versuche ich das mal zu verdeutlichen. Wie gesagt, ich sehe jetzt schon das Defizit an dieser Figur, dass sie, dass das Gummi garantiert sehr bald brechen wird. Ich werde jetzt auch schon vorsorglich immer mit Silikonöl die Gummiteile einsprayen, dass die nicht so schnell brechen. Ja, so, jetzt haben wir natürlich hier diesen Mantel quasi gebildet. Viele finden es nicht toll, weil er ziemlich bulky wirkt, aber nein, es ist wirklich ein Mantel und ich würde es an eurer Stelle auch so lassen. Der weht quasi so nach hinten in alle Richtungen, was ich ziemlich geil finde. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und das ist aber noch nicht alles. Diese Figur hat hier unten die Möglichkeit, auf beiden Seiten die Blaster zu verstauen. Das heißt, wir können jetzt hier diese Pistolen herausnehmen. Nummer 1 und Nummer 2. Ja, und jetzt können wir eben diese Blaster entweder in die Hand geben. Was ich sehr schade finde, ist, sie haben hier die Griffe extrem klein gelassen.
Das heißt, selbst wenn wir ihm die in die Hand geben, sie fallen ganz schnell ab. So, ich zeige euch das mal. Ihr seht selbst, gerade so der Daumen packt die Waffe und das war's. Wäre es weiter unten zeigen, wäre es besser gewesen, aber ich denke, man hätte es nicht mehr geklappt mit dem im Umhang verstecken. So, jetzt packen wir hier die Waffe auch noch rein. Ja, jetzt hat er wie gesagt hier diese zwei Pistolen. Und er hat noch dieses schöne Blastergewehr. Dieses Blastergewehr hat die Möglichkeit natürlich mit diesem kleinen Pack hier auch noch an dem Knie befestigt zu werden. So. Seht ihr? Dann an beiden Seiten jeweils. Hier vorne hat er auch nochmal eine Öffnung. Ja, und schon haben wir Crosshairs natürlich im Robotermodus fertig verwandelt. Nur diese Figur, wie gesagt, steht schlecht, wegen diesen kleinen Packs hier unten unter den Füßen. Wir sehen es auch hier. Die Füße scheinen zu schweben, wegen diesen kleinen Packs, wie gesagt. Die Figur steht überhaupt nicht. Man müsste theoretisch jetzt das, die Motorhaube nehmen und zum Abstützen nutzen. Ja, man kann natürlich auch, wenn man möchte, noch die Beine komplett nach hinten drehen. Ihn kerzengerade stehen lassen, gefällt mir allerdings nicht. So, denn er steht zwar jetzt bombenfest, aber er guckt nach oben. Finde ich jetzt nicht so schön. Ja, was ich noch zu diesem dieser Figur von Details sagen möchte. Das Gesicht ist sehr schön modelliert, auf jeden Fall. Und wir sehen es hier, die Augen. Na, Zoom. Die Augen sind ausmodelliert. Das heißt, ihr seht hier wirklich richtig kleine Pupillen und alles. Ziemlich geil. Was ich schade finde, was ich aber definitiv nacharbeiten werde, ist, dass die Brille nicht richtig bemalt wurde. Da werde ich auf jeden Fall nachsetzen. Und was ich sehr schade finde, ist, er hat zwei runde Gläser, obwohl eigentlich auf der Verpackung eine dreieckige oder besser eine tropfenförmige rote Linse hier eigentlich zu sehen sein sollte. Und was ich auch sehr schade finde, ist, dass der Kopf, diese Kopfhörer hier, nicht richtig bemalt wurden. Das heißt, die sind grün, oben der Kopf ist schwarz, fertig. Normalerweise sind die aber Gold. Und das werde ich auf jeden Fall nacharbeiten. Und ja, an sich trotzdem ziemlich geil gemacht, die Figur. Auch der Brustkorb und hier unten der Torso, ziemlich viele Details, einfach nur Oberhammer. Und wovon ich euch von erzählt habe, ist einmal hier im Arm. Hat er wie so eine Art Energieanzeige, wie auch immer. Sieht aus wie so ein Tarotstand. Und hier im Arm hat er ein Autoradio. Ziemlich geile Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. In Verbindung mit den Kopfhörern, dieser schweren Bewaffnung, ja, ein Charakter nach meinem Geschmack. Einfach nur spaßig, geil, gefällt mir. Ja, auf der Rückseite ist die Figur natürlich wie so eine Art, wie ich schon gesagt hatte, Shellformer zu sehen. Also das heißt, man sieht wirklich die komplette Karosserie außen. Die Räder sind alle nach hinten zeigend, was ich sehr schön finde. Könnten theoretisch Thruster sein, wie auch immer, kann man sich hier natürlich seine Fantasie frei spielen lassen. Ja, und was soll ich groß sagen? Wie gesagt, die Pistolen hätte man besser machen können. Was ich aber zu den Pistolen auch noch sagen muss, was ich sehr cool finde, mal gucken, ob ich das zeigen kann. Hier drin ist eine Art Anzeige. Diese Anzeige kann ich jetzt euch leider nicht richtig zeigen, was mich ein bisschen ärgert. Ich guck mal, ob ich es von vorne hinkriege. Doch, jetzt. Es ist eine digitale Anzeige. Man kann sich also vorstellen, dass hier wirklich, weil es so eine Art Maschinenpistole ist, dass er hier quasi die Munition komplett verbraucht. Na, Zoom stell dich schon ein. Dass er hier quasi die ganze Munition verbraucht und dieses ganze Magazin runterzählt. Von im Tausenderbereich wahrscheinlich von 9.999 auf 0. Eine geile Idee auf jeden Fall und es macht echt was her. Hier werde ich von den Details auf jeden Fall auch noch einen Akzent setzen und natürlich das alles ein bisschen verschönern. Ja, die Figur, wie gesagt, absolut super geil gelungen. Ich muss sagen, hier im Robotermodus, der Umhang ist ein bisschen komisch. Gebe ich hier volle 10 von 10 Punkten und gebe auch im Robotermodus hier ebenfalls, genau wie im Fahrzeugmodus, wie gesagt, allgemein 10 von 10 insgesamt. Schöne Bewaffnung, viel Bewaffnung. Wir haben hier, wie gesagt, auch noch dieses schöne Gewehr. Ich zeige euch das hier auch nochmal kurz. Das kann er natürlich einmal so in die Hand nehmen. Er kann aber auch jetzt zum Beispiel die Waffe mit beiden Händen packen.
Finde ich ziemlich eine geile Idee gemacht, auf jeden Fall. Und mir gefällt es auch, dass die Waffen mittlerweile im Fokus stehen bei den Figuren. Gerade zum aktuellen Film, wo natürlich die Decepticons den Hauptkampf jetzt gegen die Autobots starten. Ja, haben es auch bitter nötig, sich bis an die Zähne zu bewaffnen. Und ja, ich freue mich schon, Hound auf jeden Fall zu reviewen. Das ist wirklich ein Vieh, wo man zigtausend verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit Waffen hat, wie auch immer. Ja, sehen wir einfach mal später. Die Bemalung der Figur, die Details der Figuren sind einfach spitze mittlerweile. Hasbro hat sich bei dem aktuellen Film echt übertrumpft, gefällt mir. Bis auf, wie gesagt, das Gummi-Feature. Aber naja, mein Gott, das kann halt nicht immer nur gut klappen. Und ja, wir sehen auf jeden Fall demnächst mehr von den Figuren. Ich freue mich, euch demnächst wiederzusehen und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Freue mich beim nächsten Review. Abonniert mich, empfehlt mich, ich würde mich freuen. Das steigert natürlich meine Abonnentenzahlen und natürlich dann auch meine Lust, noch mehr Reviews zu machen. Ich versuche mich natürlich, wie ihr mit Sicherheit gemerkt habt, immer mehr anzustrengen. Und das habe ich natürlich euch zu verdanken und da bin ich sehr happy. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Rexfor.